Aber gewonnen. Okay. Das war auch meine. Also noch. Heute bitte nicht diskriminieren, oder? Wieso? So, drei Punkte. So, ich hab drauf gewettet, also gewinnen wir bitte. Heute entweder wir gewinnen. Das ist meine Prognose. Fußball. Ach genau, das Runde muss ins Eckige. Wir spielen heute hauptsächlich außerhalb des Spielfelds. Das ist auf jeden Fall also hier. Das ist das hier.
Komm, den hast du. Jawohl. Ne, der Wolke kommt erst später. Ach, schade. Ecke oder Abschluss? Okay. Wahrscheinlich wird dann auch deren Page geschrieben, so ein Auge beherrschen. Stimmt! Er hat's erfasst. Ah, die Essenz der Sache begriffen. Das muss man ihm zugetrauen. Selbstkritisch reflektieren. Sehr genau. Schön. Es ist intellektuell gerade hier. Und jetzt, und Schei schicken. Eieiei. Zu, pass auf. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Ja. Irgendwie mal ein bisschen Pädagogen dabei, der das mal klären kann. Früher hat man Logo gehen. Ja, oder so. Aber. Früher hat man mal. Schön. Genau, am liebsten mitspielen. Die haben, das ist diese, die haben zwei Spiele gewonnen, sind ganz sicher dabei. Ja, gut, aber wenn das ist wirklich ein bisschen, aber wenn schon der Sieg am Wochenende hätte schon gereicht, wenn sie gewonnen hätte, dann ist ein Abschluss. Aber das kannst du nicht ändern, wenn du mit Radio alle sagst. Sag dann nicht, dass du die Mannschaft schaffst, die sagen nur das Erste. Oh, komm, mach schade. Sicherlich kein Grund zum Feiern, aber da kann man am Anfang. Hätte man jetzt auch anders klären können, wie das aussehen könnte. Ich weiß selber, was ich da gesehen habe. Ich habe vom Anfang gesprochen, dazu stehe ich auch. Ich habe meinen Lieber wesentlich stärker eingesetzt. Es ist fast die Frage, ob du Frauen und Ikea, das ist nicht schön. Da kannst du froh sein, dass deine Freundin in Bayern wohnt. Deswegen können wir ja umgehalten, weil wir nicht mit der Linie gehen. Was ist denn jetzt hier los? Ja, vor allem war das Abschlag, oder? Was ist denn das Ecke? Das war Abschlag. Aber jetzt kommt das Gegentor, was auch. Damit man dann in der zweiten Halbzeit gutes Spiel abliefern. Das ist doch immer so, ihr wisst das doch. Ich wünsche dir Wohlsein. Das ist so, als würde Boris dort oben jetzt sitzen. Dafür hat er jetzt so lange den Ball geholt. Er hat nur liegen lassen. Und jetzt los. Schade. Genau nachgekommen. Hallo, liebe Fußballfreunde, Fans des Dresdner SC.
herzlich zum Napoli-Spiel des 15. Spieltags. Dresden SC gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden, dritte Mannschaft. Beginnen wir mit der Mannschaftsaufstellung. Im Tor mit der Nummer 1, Thomas Weidner. Mit der Nummer 2, wenigstens mal im Film drauf. Mit der Nummer 3, Lars Kubot. Mit der Nummer 4, Marc Evers. Mit der Nummer 8, Stefan Schulz. Mit der Nummer 10, Nico Teike. Mit der Nummer 13, Erik Peterson. Mit der Nummer 18, Toni Peterson. Mit der Nummer 24, Robert Hersten. Mit der Nummer 25, und nun die Mannschaftsaufstellung des zweiten deutschen Meisters. Mit der Nummer 4, Mannschaftskapitän 1. Mannschaftskapitän mit der Nummer 6, Alexander Freudiger. Jawohl! Mit der Nummer 7, was? Ja, wer ist das? Ah, schade. Mit der Nummer 16, Marcus Zillig. Mit der Nummer 18, Philipp Hohes. Mit der Nummer 18, Daniel Kruppe. Mit der Nummer 19, Stefan Hase. Und mit der Nummer 20, André Schott. Ja, und dann noch schön auf dem Rummel. Auf dem anderen Platz beim BSC mit der Nummer 12, Stefan Horn. Mit der Nummer 3, Julius Wetzel. Mit der Nummer 8, Nikolaus Kuhn. Mit der Nummer 15, Sascha Hofmann. Mit der Nummer 21, Mike Bartel. Und mit der Nummer 22, Olaf Siradzki. Schiedsrichter der Begegnung ist Christian Kluge, seine Assistentin Christoph Reichmann und Marc Wels. Schönen Platz. Goal! Schön. Komm, kleine Nummer. Oh, schön gesehen. Naja, hat er schön geklärt. Aber wie das ausspielt, ist. Langsam. Willst du noch Fußball spielen? Willst du noch Fußball spielen? Wunderbar. Ach, schade. Schön gemacht. Schön gedacht. Ja. Wer hat da wieder gut gemacht? Wir sind ja.
Geht aber kein Ball, da kann man da auch mal eine Karte, oder? Naja, nein, wobei. Lass mir meine Illusion. Okay. Ich habe auch noch welche. Die war gut, war, wenn der in den Schlag kommt. Na schon, aber es war ja geklärt als alles andere. Oh, Entschuldigung. Ist ja hell jetzt noch. Ich hab ihn nicht auf. Schade. Wechseln Sie die Eier? Komm jetzt. Schön. Da geht jeden Buchstaben vom Alphabet, der bei E ist angekommen schon. Aber der überlegt dann immer 5 Minuten. Ich glaube, der hat Tourette einfach. Ja, oder das. Ich glaube, der kommuniziert mit seinen Kumpels da drüben am Zaun. Die hatten ja die 3 Euro für den Eintritt. 2 Euro. Ui. Ah, schön. Was für eine Idee? Achso, das war ja, das stimmt, das war gut gemacht. Leider, ja. Na, oh, hätte man ja fast gehabt. Oh Gott, ich hab's auch gehört. Wir haben bisher 3 Torschüsse und alle gingen so mindestens 3 Meter in den Kopf. Ich glaube, das ist die ganze Zeit über da drin. Dafür musst du erst ins Stadion gehen. Das ist schon richtig. Ein Spiel. Ich habe
Schön gedacht. Ah, schön gedacht. Ich hab was die Kasse nie gefunden. Oder so, ja. Ich muss mal jetzt schnell noch irgendwie machen. Ach nee, das sieht dort. Ich dachte, das wäre irgendwie da hinten eher. Das meint auch eher da. Also. Ja. Das klingt so was wegen dem Stadion, wegen der Tribüne. Das kann man nicht sein. Spur so. Jawohl! Komm, 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 Chubby. Ah, schade. Na, das war gut gedacht. Ja, wir denken viel für die bei einem Unfall. Ja, natürlich, aber das ist ein Unfall der Menschheit. Ja, denke ich. Hey, grüß dich. Jetzt geh halt. Sag mir, berichte mir bitte. Ich bin neugierig. Hey! Komm, 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 komm. Jawohl! Drauf! Ja! Ja! Jawohl! Das ist doch eine 1-0, das ist viel gewagt. Neuer Spielstand. Dresden SC 1898. Und hier ist gegen Dresden 1-0. Torschütze mit Nummer 17. Ah, kann man probieren. Der Schiedsrichter für die Erfurt. Was ist denn eigentlich das dort am Sprungkissen? Das ist das Ich hab hier ein Beamer.
Schon wirklich abseits gezeigt. Das ist dieses Proletariat. Was? Das sind die drei dort vorne. Nee, also es waren hier auch ein paar, aber man hat nicht wirklich was gesehen. Jawohl! Schade. Das ist jetzt auch nur eine Phase. Was? Was kommt? Okay. Die haben kapiert, wer da spielt. Ja, sicher, hallo. Schön. Ach, da oben ist der. Stimmt, ja, da hinten an dem Kloischen vom Arm von dem. Von Jiri. Genau, von Jiri. Diskutiere dann eh. Doch, diskutiere weiter. So beim Diskutanten. Diskutanten. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Alter. Nee, das war ein Bodycheck, hallo. So, und jetzt Frank Rittner, würde ich sagen. Rittneri? Beziehungsweise Frank Rittner. Frank Rittneri? Also die Pro Evolution sagt auch Prognose, hat gesagt, Bayern gewinnt es nicht. Komm drauf. Ah, schade. Sicher. Ich muss weiterfilmen, ich kann nicht alles quatschen. Oh, Vorsicht, jetzt aufpassen. Oh, schön. Jawohl! Jetzt auf! Oh. Bist du noch? Schön! Der pfeift schon ganz gut. Wir haben uns das so gut verstanden. Bis jetzt, ey. Komm, ich glaube, nach wenig. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Bleibt doch weiter, ne? Benji. Sorry. Nee. Haben wir eigentlich noch Bilder? Ja, wir haben einfach nur weiß. Ich muss zurück. 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 Ich Aber dafür ist der Schiri da draußen eigentlich da. Das liegt auch drauf. Na gut. Ecke. Vorne liegen müssen wir dann den Ball gleich festhalten. Alles Game. Schön. Jawohl!
Schade. Und ab! Jawoll! Geil! Geil! Stellt sich aktiv in den Weg. Guter Einwand. Jawohl, schön. Doch, schade. Fast. Jetzt lang! Man merkt sich das erst, wenn man das geht. Ja! Nee, doch, aber schon laut schon gesprochen. Tor, Tor, Tor! Eck, Eck, Ecke! Tor, Tor, Tor! Eck, Ecke! Tor, Tor, Tor! Hinein! 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 Dankeschön! Support von außerhalb des Stadions. Kurz auf seine Eintrittskarte gelesen, toll. Aber er hat ja eigentlich. Das war einfach mal auf. Na klar, das macht's ja nicht. Spekulieren. Ich glaube, die auch. Es waren nicht auch die drei, die ich jetzt gefangen habe. Vielleicht willst du machen. Lass mal jetzt nach Bautzen. Stimmt, der DGB macht ja nichts auf dem Schlossplatz. Stimmt, der DGB macht was auf dem Schlossplatz. Ja, wir wollten eigentlich auf dem Schlossplatz was machen, so ein Boxkampf. Aber das haben wir dann gecancelt. Ah, schade. Das ist schon die SPD. Das haben wir dann gecancelt, weil am 1. Mai die Nordstadt wieder machen. Jetzt ist es gehen dann. Das ist traurig. Ja, alle Orgas gehen dann wieder nach Bautzen. Oh. Dafür habt ihr die Busse, ne? Ne, wir können nicht mit dem Bus fahren, weil die Busse fahren erst irgendwie 12.30 Uhr ab oder so. Ja, hab ich schon gesehen. Deswegen, wir waren irgendwie 9 Uhr mieten, ja. Also die 9 Uhr fahren. Richtig, zu dem alle zujubeln werden. So. Warum wir immer Buden auf dem Platz hängen? Warum lancieren wir da? So denken. Drei, ja, drei. Ich glaube, das ist überhaupt verbal. Gedanke sparen. Zweier, ja. Nach dem Essen machst du Essen. Achso, ja. Und Bautzen, wenn du dir halt da die Straßenverkehrslage. Komm, weiter spielen, weiter. Ey, komm jetzt, komm! Ja, komm, du kannst aufstellen, er hat seine Karte. Ja, will er einfach mitnehmen. Ach, deswegen. Na gut, dann würde ich auch liegen bleiben. Das ist Mandy, oder? Lass uns Mandy? Wie war das mit den Vorurteilen? Ja, aber so bestätigen ja alle Vorurteile bis jetzt. Naja, sieht aus wie Mandy, oder? Mag es eine Mandy sein, vielleicht auch eine Jacqueline. Also mit der Jacqueline! Am wenigsten muss erstmal vom Platz. Die Mutter Teresa? Die Mutter Teresa hat mir geholfen. Das wollte er doch. Jetzt. Oh, schön Eisspray. Ein Stück höher, komm. Ein bisschen höher, ja. Ui. Was war das? Mandy.
Moment dachte, wir sind wieder auf dem Feld. Das war der Ball genauso nie im Feld, der Ball von Engler nie im Tor. Ich erinnere mich. Die Parking würde sagen, es war ein schwarzes Loch zwischen uns. Die Kasse halt für das Ende. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du kannst quasi schon hier vorne stehen bleiben müssen, wenn du dich reinfährst. Ohne Joghurt. Matthias, du brauchst Absperrband. Was? 2 gegen 1, Alter! Lächerlich. Schön gemacht. Das war sogar. Oh, oh, oh. Jetzt sollte nie pennen! Das kann passieren, aber das wäre dann zu dritt hochlaufen. Nee, nee, auch der Fehlpass. Oh. Ja. Oder. Schön Luft gesetzt. Komm weiter! Doch den Weg zu. Schön. Einsatz war das. Ein bisschen aus wie Tekken. Das ist schon geil. Ja, ja. Ui! Ich glaube, das wäre die Kasse. War ein bisschen überrascht, ja. Das war aber mutig. Nee, war ein bisschen überrascht. Ich muss mal sagen, glaube ich, das. Ach, hoch, da ist ja ein Ball. Ja, stimmt, ja. Weiß ich, wie Fußball, ne? Verrückt, oder? Nee, da war kein Kopfball davor. Und so. Ach, ist irgendwie eine lange Spinnwebe hängen, die wird schon mal weg. Bestimmt meine Haare und keine Spinnwebe. Yes.
dieses ein Haar so ist dann 3 Meter gelang. Das ist das eine. Das kämpft er selbst so. Was wird auf jeden Fall? Das ist ein Nacken. Schön! Schön gemacht. Oh. Mensch, Mensch. Alles wieder versaut. Schön! Hey! Kann man auch hoch mal gelb geben, wa? Schüttel das dann auch mal gelb! Wollen wir rausgehen, oder? Wir machen das Treiben verrückt. Oh nee. Das ist doch scheiße, wenn man das Treiben verrückt macht. Diese nette Schreiben hier. Das ist ja geil, aber. Das was willst du dann? Mensch. Nicht der Schiri, sondern der ist in den Arm übrigens. Ui. Die ist echt sackig. Ist gleich selbst. 5 Minuten, mindestens. Ich hab die Uhr hier. Warum sag ich das? Verrückt. Komm. Ach, schade. Geht denn was? Ah, nee, ja, ist okay, ist okay. Die rechte Ecke ist heute links oben. Ich hab meinen ganz rechts zu drücken. Vorsicht! Lassen Sie sich schon wieder ein bisschen einstellen. Schön! Uiuiui, was war's hier ein bisschen gestern? Schön. Komm, mach doch mal an Seiten. Das ist eigentlich nicht Komm raus, jawohl. Ah, Scheiße, komm. Schade. Was ein Wurf. Ball, zweiter Ball, Schiri. Hallo? Schiri, zweiter Ball im Spiel. Quatsch. Oh, was? Raus! Voll! Neuer Spielstand, Turismo SC. Es geht aus der Mannschaft 1-1. Was hat er gesagt? 1-1. Oh, was schön. Nächstes Mal ist sehr gut. Okay, 9,15 Meter.
Komm jetzt, komm, 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 komm. Jawohl, jawohl. Ach, er hätte auch spielen können. Jawohl! Hey. Und auf! Und vor! Geh ab jetzt, komm! Jawohl! Komm, komm, komm. Komm, Tabi, komm! Hey! Schirr! Merkst du's noch? Komm mal! Schön! Was macht er jetzt? Geht er doch auf den Zitten? Mal sehen. So ein Dreckstor, weißt du, das geht wieder rein. Der hält übelst den Knaller, hält er. Du, alleine war der Rocky. Oh, komm, komm, komm jetzt! Oh, Mensch, dann gib ihm durch! Ach, was denn? Ja, natürlich! Was? Ja, gut, ja. So, jetzt bitte passen wir nochmal auf, 5 Minuten. Ja, ist richtig. Ist eigentlich richtig. Auch vor Abseits. Der lief schon vor dem Typen her. Was? So, 2 Minuten drüber, oder ist das nochmal fair, oder? Ja, ja. Ja, das war schon. Halbzeitstand zwischen den Briefen. Ja.
es dein Scherler geht.
Ich würde gerne wieder so ein Freistoß Traumtor sehen. Von der Ecke. Ja. Das auch bei uns. Da drin machen wir nicht den Posten. Ja. Ja, also. Ja, schön. Silvio war das wieder. Silvio. Das ist auch unsinnig, sowas zu tun. Wiesbach ist heute hier in Madrid. Echt? Was ist gestern los im Ort? Ja, und ja. Ja, war das jetzt wieder? Werberunde. Ab Helfermann! Das ist ein bisschen ein Glauben. Ich hab's gesehen. Aber mit Spiel. Alles klar. Wir haben zum Geburtstag jetzt ein 6er Gold geschenkt. Letztes Jahr. Ja, ja, genau. Oh, Mensch! Nächstes Jahr nehme ich mir erst nur einen Nürnberg 14. Gibt's da wieder einen Platz? Nicht eine Aktion. Ich möchte sich nicht alle vermuten, aber gut. Sein Scheißstadt in seinen Leben überfahren. Das ist alles so gut. Super dran. Machen wir. Ja.
mal was. Andi? So. Das Spielen hier stimmungsorientiert. Schön. Pass an. Was denn jetzt? Achso, wechseln. Wir haben uns bei Mario Thalys, Frank Dittmar, neun Spiels, Mitte Nummer 3. Das ist geil. Renne die Kandidatkiste schon mit. Menzel. Oh, schön. Erste Aktion. Und wir können uns ja Ersatzspiel sogar fürs Ballholen verheizen, ist das geil. Endlich warm machen. Ja, ja. Wir werden einfach Stück für Stück nach oben getragen. Meine Fresse. Was schreit denn da hier rum? Ruhe! Du sagst Ruhe im Stadion! Schön! Sechs, glaube ich, noch. Fünf oder sechs. Mensch. Mach mal subtil. Komm. Rechts! No! Sport! No!
0 negativ. Los! Schade. Nee, das war und so! Und so auf Ritsche von 9 zu 110! Wofür denn? Na komm! Das wird vor sich das meiste Spiel. Hast du das letzte Beispiel gesehen? Muss sehen, ob es leider war. Ob ich mich hier auch. Haben wir jetzt Hemm und so auf das Auge oder nicht? Ja. Bist du wieder gekommen? Die haben Mittagsschlaf gemacht. Was? Was? Keine Ahnung. Jetzt sieht es aus wie ein Fahrzeug. Da hat seine Fahne aufgehangen. Was abseits oder was? Ja. Ja, müssen wir ohne Färbling, das ist alles so richtig. Alle ab! Olli, das ist wieder auf. Hey, die ziehen! Ich bin wieder! Hier, ich stehe jetzt hier, ich wollte jetzt hier. Kaum Bewegung statt. Das ist unglaublich. Jetzt kann er schon wieder spielen. Ja.
Wechsel beim DSC. Was ist denn da? Das da. Warum läuft er denn nicht durch? Irgendwas mit der Brille oder so. Ja, ich sag der Bertram von zu mir, der falsche Treffer ist auch ganz knapp. Naja, aber es war noch nicht gewesen. Hab's genau gesehen. Kann ich das mal versuchen, mit Pässen durchzukommen? Nee, über dieses Vogelatschen, das bringt doch nichts. Komm, weiter geht's. Den Hals aussehen! Ja, ich spiel doch gut. Jo. Scheißegal.
Die Ampel ist jetzt echt schon noch Ice Break. Ja, So, pass auf, Tor jetzt. In unserer Zahl. Genau. Konter, wir wissen noch gar nicht, was ein Konter ist. Ne, vor, komm! Nee. Schön, Vorplatz. Nein, da kommt er nicht ran. Na schau. Ach was, was, ey. Es gibt nur eine Kombination. Das ist auch Politikwissenschaft. Was? Als Kombination. Nein! Lass Rein! Oh nein!
Hat er, klar. Feuer, Risiko. Ich hab Wechselbörse mit Gästen. Neun Spiel mit Nummer 7. Ronald Havel. So, 10 Minuten noch? Ne, Viertelstunde noch. Hier ist eine geile Legertasche. Nimm du die? Hallo, hallo? Ich laufe doch weiter hier. Keine Stimmung, keine Fans. Spielstand, DSC, SGD 3, 1 zu 3. Scheißegal. Stimmungsboykott. Gott ist Ecke! Oh! Das war unser Ring. Ab geht er! Gut begonnen, abgebaut. Gut. So, jetzt direkt. Ja, genau, direkt. 10 Minuten noch. Alter!
Klar geht das, kannst reinlaufen. Du musst nur dein Chiri, nur dein Torwart austanzen. Du kannst gerne reinkommen. Ja, das ist ein Pass. Ach, das ist halt scheiße. Was? Ihr könnt es kein Wunder. So, dann brauchst du es. Ja, komm Leute, wir können doch hier noch ein viertes und fünftes fahren. Wahrscheinlich weil Schachwitzen die will und wir dann. Ja. Vor allen Dingen werden wir überholt von den anderen Vereinen, das ist so lächerlich. Ich spiele hier einfach weiter. Ich glaube, der Rest hat genug Erfahrung mit grünen Tischen. Also. Oh, ist das? Oh, ja. Weißt du, macht es warm? Macht es warm? Ja, für dich. Ich weiß schon. Nicht für mich. Ich habe mir auch nicht gerade die Ziele verreichen. Ich lade das auch schon diese Saison. Ich will nochmal aufstehen und den Rest muss ich noch machen. Nye. Komm direkt! Oh, scheiße! Nee, das ist schon im Abseits. Ich hab auf den Matthias heute auf dem Riesen. Hey! Braucht man keine Karte, es ist alles in Ordnung, es geht weiter. Vor allem, die sind zu zehnt übrigens auf dem Platz, ne? nur mal so. Zu zehnt. Hast du gut erkannt. Ja, aber es geht trotzdem nicht. Jetzt machen wir wieder hier Freistoßsituation. Übers Tor, komm. Was ist das so sinnlos? Zum Fußball auf der Deko. Jetzt direkt. Oh, schade. Nee, nie du spielen. Lass mal. Abseits! War noch mal tauchen gegangen? Meine Fresse! Das ist doch egal jetzt, also wirklich. Quasi die Mannschaftsleistung. Boah, kein Abseits! Nur wenn der Gegner bei uns ist. Weil er über die Mittellinie kommt. Da hat er schon gespielt, Mensch. Jetzt lassen wir wieder mitspielen. Nach 50 Spielminute wechseln wir unseren Gästen neue Spieler Nummer 35, André Richter. Nee, jetzt sind wir ein bisschen weiter schon. Der Untergang passiert noch. Nichts Nennenswertes. Ja, ist das so. Okay. Das ist echt Spaß machen, wie wir zusammen schneiden, Matthias. Ich bock drauf, Moritz. Quatsch. Ich habe noch das vom Wochenende, das muss ich mir auch noch mal. Das war auch schon mal am Wochenende. Wenn ich Glück habe. So. Ich war fast drin, ich hab's gesehen. Komm.
Nee, es war nicht. Ich weiß mir Mach den Manuel! Das ist wie Platz, Papa, nicht gleich drin. 5 Mannstunden haben wir jetzt. Hey! Ja, direkt. Ja, direkt. Nee, das bringen sie mir hin, aber. Ach Gott! Ich weiß, dass der Kopf Mensch!
Weißt du, nach dem Spiel noch kritischer? Nee. Der hat zum ersten Mal die Faustabwehr benutzt. Ah, gut. Gut ist die DSC, aber eine schlechte, das spielt nur bei uns. Noch zwei Minuten ohne. Was? Da war ein Scheißer! Nein! Ist doch egal jetzt. Egal. Natürlich ist es egal. Was soll hier noch passieren? Spiel dich. So ein scheiß Spiel abgeliefert, da wollt ihr noch unentschieden. Das ist doch lächerlich. Ja, aber das ist 3 Minuten Nachspielzeit. Ich würde den Punkt auch mitnehmen. Ich würde lieber 3 Punkte, aber das kriegen wir ja nicht gebacken, sowas. Ach, es sind noch 1-2 Minuten. Ja, jetzt kommen hier 4-2. Mensch, geht doch ran! So, jetzt direkt. Chance. Ja, genau so ein hässliches Tor wieder. Einfach rein und dann kloppt irgendeiner das Ding ins Tor. Ja! Oh, wir haben einen neuen Wortschatz entdeckt. Ich bin heute leicht erregt. Komm mal drauf! Drauf. Ran! Auf! Jawohl! Jawoll! Hey, du Mensch! Schiebe dir die Zeit! Eine Fresse! Oh Gott, so! Gott, so! Schluss gekämpft. Naja. Weiter geht's.
Ja, viel Optimismus. Ich wünsche allen Zuschauern noch einen guten Abend.